Willkommen zurück. Es geht weiter beim Fußballmanager. Wir haben in der letzten Folge 3 Testspiele gewonnen. Einmal 1-0 gegen Al Jazeera, 3-1 gegen Al Wahda und 5-0 gegen Al Shabab. Jetzt kriegt ihr noch ein Testspiel gegen Al Nasr und danach das Testspiel gegen Kaiserslautern. Das Spiel gegen Kaiserslautern wird als 3D-Spiel stattfinden. Deswegen wollte ich die beiden Testspiele in einer Folge packen, damit ihr in etwa die 25 Minuten bekommt, die ihr alle verdient habt. Karius möchte ich auch gerne nochmal in einem Testspiel haben. Der wird im Testspiel jetzt dann dabei sein. Eventuell auch gegen Lautern, bin ich mir gar nicht so sicher. Hätte ich gern da. Das gleiche gilt für Schilk. Nochmal ein bisschen verschiedene Amateure einladen quasi, damit es einfach nochmal ein bisschen gewechselt wird hier. Karius darf spielen und Schilk darf spielen. Wir lassen gegen Al-Nasr hier wieder die ganzen in Anführungszeichen Amateurspieler spielen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Soto darf für Geis ran. Kinsobi, Svensson raus. Für ihn darf Bungert nochmal ran. Pflücke, Busian, Baumgartlinger, Polter ist okay. Ja, können wir so machen. Ja, letzte Vorbereitungsphase. 2 Testspiele gibt's noch und danach geht's wieder los mit dem Ernst des Lebens. Mit dem VfB Stuttgart. Erstes Ligaspiel haben wir ja, wie ich richtig gesehen habe, 5-2 gewonnen. Krass. Schon so lange her, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber wir können hier mal ganz kurz in den Begegnungen schauen. Tatsache 5-2, Okazaki, Mana, Mali, Müller und Parker. Nett. Ja, wir sind gut gestartet mit 3 Siegen. Und dann gab es die Klatsche. Dann gab es diese Niederlagenserie. Bis es dann hier wieder gedreht wurde. Naja, Ausstellung ist gemacht. Die ganzen Jugendspieler, Trainingsziele erreicht von Marcel Kercher. Sehr schön. Wir gehen wieder in den privaten Bereich. Einmal Golf spielen und los geht's gegen Al-Nasr. Sofortberechnung ist klar. Das Übliche, gebt euer Bestes und los geht's. Mal gucken, man liegt hinten durch Ahmed Al-Faidi. Und es ist verletzt Stefan Bell. Das ist gar nicht schön. Was hast du denn? Das sieht man hier noch nicht. Ja, wir haben keinen Ersatzinnenverteidiger dabei. Deswegen kommt Baumgartlinger. Habe ich wirklich keinen Ersatzinnenverteidiger? Aber Diaz kann doch innen spielen, oder? Bist du besser als Baumgartlinger? Ja, du bist besser als Baumgartlinger. Dann darfst du spielen. Na komm, Diaz. So. Machen wir es so. Und Ausgleich durch Busian. Vorarbeit Pflücke, die beiden Amateure. Hand in Hand. Und jetzt wird wieder durchgewechselt. Jetzt kommt nochmal A11-Charakter hier rein. Und Ede. Okazaki über rechts, Baumgartlinger für Salah und Choupo-Moting dafür. Ja, komm. Kommst du für Soto? Wir machen hier wieder ein 4-1-4-1 raus, oder? Nee, will ich nicht. Wir machen ein 4-4-2 mit Raute raus. Okazaki stürmt jetzt neben Polter. Ist besser. Und los geht's. Gebt Gas, Jungs. Na, doch nicht so viel Gas geben? Doch. Okazaki mit dem 2-1 Vorarbeit Mali. Sieg. 4 Testspiele, 4 Siege. Der letzte war jetzt vielleicht nicht allzu überzeugend, aber wir haben gewonnen. Und jetzt das letzte Testspiel. Eigentlich hast du keine Chance. Ich werde dazu bringen, dass du mal zu Kurzeinsätzen kommst. Das heißt, jetzt habe ich nicht aufgepasst, Bell hat irgendeine Knöchelverletzung. 8 Tage. Na, das kann man gerade noch überstehen. Das wird schon noch klappen. So, das Training da hat einiges an Kraft gekostet, aber die Fitness stieg. Die Frische sank. Und jetzt Kaufangebot für Sean Parker. 5 Millionen für Sean Parker von Arsenal London.
Wow, aber er ist 5,5 Millionen wert und deswegen nein. Wir müssen anscheinend die Mindestanforderungen hier nochmal. Forderungen auf Marktwert, Mindestförderungen auf das und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Geht gar nicht. Ne, geht da nicht höher. Schade. Hätte ich gerne noch höher gestellt. Jetzt wird einmal Aufstellungsassistent genutzt. Einfach nur, um schnell die erste Mannschaft hier rauszukriegen. Das ist okay. Postpech, Svensson, es gibt Zimling, Müller, Okazaki, ja. Das ist okay. Einfach nur, um schon mal die erste Mannschaft da zu haben. Ein Teil davon wird gegen Lautern spielen, ein Teil wird ausgewechselt, eingewechselt. Das übliche Spielchen in der Co-France Arena gegen Kaiserslautern. So, wer spielt? Bettlo spielt. Das steht fest, wir haben einen Platz frei. Den kriegt Karius. Dann nehmen wir einen Torwart mit. Dann darfst du vielleicht sogar eingewechselt werden. Nein, darfst du nicht. Ede darf mit. Soto und Zimling. Zimling auf der 6 gefällt mir nicht. Ich will nachher auf der 10 haben. Ach so, meine ganzen Jugendspieler sind weg. Dann können wir allerdings. Dann können wir jetzt den Herrn Devante Parker mitnehmen. Das ist B-Jugend. Da ist er. Den würde ich dann mitnehmen. Den Herrn Parker. Devante Parker. Da. Du wirst für das nächste Spiel in die erste Mannschaft gerufen. Einfach nur, um ihn auch dabei gehabt zu haben, bei wenigstens einem Testspiel. Weil er es meiner Meinung nach verdient. Der wird auf jeden Fall rangeführt. Und er wird eingewechselt nachher. Baumgartlinger Schilk. Ah, bleibt draußen. Gut. Das passt so. Doch, das kann man so machen. Jetzt das Testspiel gegen Kaiserslautern. Zum Großteil A11. Also hier muss ein Sieg her. Gehen wir jetzt zum Amateurstadion oder in die Kofas Arena. Ich habe leider nicht aufgepasst, wie voll es wird. Ich gehe ins Profi-Stadion, weil ich habe 24.000 Antrittsprämie bezahlt. Wir werden nicht verlieren. Dürfen wir nicht. Wir haben in der Hinrunde auch schon ein Testspiel gegen Lautern gemacht. Haben wir gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. 2-1. Da hatten wir das sogar verloren. 2-1. Ich weiß es nicht genau. Fest steht, Testspiel gegen Kaiserslautern. Geht gleich los. Oder auch nicht. Er lädt ganz schön lange das 3D-Match. Will nicht. Macht Urlaub. Doch nicht. Los geht's. Man sieht die überragende Fülle in diesem Testspiel. Es ist voll im Stadion. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Amateurstadion genommen. Hinten links bei Lautern der ehemalige Mainzer Malik Fatih. Die Fangesänge sind da, die werden eingespielt. Okazaki gegen Heinz, Okazaki, Latte, Mali, Pfosten und dann hat ihn Sippel. Mal knapp, hätte hier schon das 1-0 sein müssen. Weiter Ball, Okazaki setzt sofort unter Druck. Okazaki, Tsumoting, Okazaki, geht an Heinz vorbei. Okazaki, Unterkante Latte. Dreimal Alu in 6 Minuten. Ich denke, es wird gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Mali, Okazaki, und da ist das 1-0. Führung verdient. Verdiente Führung schon nach knapp 9 Minuten. Kann man nicht anders sagen. Drei Alu-Treffer in den ersten 9 Minuten. Das ist nicht schlecht. Nowetzki rausgehauen, den Ball auf Müller, der auf Soto. Über Mali kommt der Ball zu Okazaki. Der nimmt den Ball direkt, stand aber beim Pass im Abseits. Korrekt gesehen.
Der Ball wäre auch drüber gewesen, glaube ich. Ist ja auch wurscht. Guter Start für mich. Auch wenn es nur ein Testspiel ist. Zoller gegen Svensson. Svensson ohne Probleme. Geklärt war er aber nicht. Idrissou ist da. Der wieder in die Mitte. Wieder auf Zoller. Zoller. Mittlo ist da. Nowesky. Choupo-Moting. Mali schnell auf Okazaki. Der verliert das Duell diesmal im Duell. Verliert das Duell diesmal im Duell. Genau. Zoller lässt Svensson stehen. Zoller ist durch. Zoller und wieder ist Wettklo da. Erste Ecke im Spiel für Kaiserslautern. Wird wahrscheinlich vom Tor weggedreht. Nicht viel. Aber so, dass Wettklo noch raus muss. Dick, Geis fängt ab und jetzt Kontermöglichkeit. Okazaki schickt Mali. Mali läuft alleine auf das Tor zu, läuft allein auf Sippel zu. Mali bleibt eiskalt. 2-0. Der nach Hallamarsch. Und hier Handspiel von Okazaki. Schöner Konter, sehr gut ausgespielt, die Chance genutzt. Und hier klares Handspiel. Korrekt gesehen. Weiter Ball auf Zoller. Und er versucht es wieder, aber Wettlow ist da. Wettlow mit dem Abschlag. Direkt in die Füße von Idrissou. Zoller und wieder Wettlow. Wieder der Abschlag. Geis auf Okazaki, rechts raus auf Müller, zurück auf Soto, der wieder auf Okazaki. Okazaki wollte hier den Ball auf Mali spielen, wird aber gestört. Und jetzt Kontermöglichkeit, doch Foul von Mali. Das ist gelb. Das ist gelb, ganz korrekt gesehen hier, Jules Mali. Überhart, wie er hier in Frei, also ganz klares Foul. Überhart, wie er hier reingeht, von hinten in die Beine. Kurz ausgeführt, abgefangen von Soto und umschalten. Mali Okazaki. Okazaki wollte wieder Choupo-Moting schicken. Klappte nicht. Zoller. Soto holt sich den Ball. Mali auf Choupo-Moting, der mit dem Fehlpass. Mali setzt nach. Oh. Also da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das ist für mich nicht mal ein Foul gewesen gerade. Schon gar nicht gelbwürdig. Jetzt Mainz in Unterzahl. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gespielt. Gucken wir uns das nochmal an. Also das ist A, kein Gelb, weil es B, nicht mal Freistoß ist. Ein Witz war das. Das ist gar nichts gewesen. Diese gelb-rote Karte ist ein Witz. Wir spielen jetzt ohne Zähler weiter, weil wir großartig wechseln will ich nicht. Müller hat ihn. Wieder, ach Müller, Wettlow hat ihn. Nowesky, Soto, Okazaki, Müller. Wird gelegt, das ist dann auch gelb. Ja, manche Fans schreien hier Schieber. Es gibt einen Witz, gelb-rot für Mali, aber hier kein Gelb für der Grätsche von hinten. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Ganz klar. Park. Abgeblockt. Konter der Lautra. Zoller gegen Nowesky. Also jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's lächerlich. Freistoß Lautern. Direkt Außenpfosten. Der war nicht schlecht, der Ball. Der war nicht schlecht. Abstoß von Wettklo. Weit diesmal. Aber genau auf den Lautra. Weil es ist intelligent, in die Position zu spielen, wo ein Spieler fehlt, aufgrund einer gelb-roten. Timoting auf Okazaki abgefangen. Müller fängt ab, Okazaki, Choupo-Moting bleibt hängen. Aber Soto ist da. Okazaki versucht es wieder aus der Distanz. Doch kein Problem für Tobias Sippel. Abschlag. Halbzeit. 2-0. Gelb-Rot ist für mich immer noch ein Witz gewesen. Ist vielleicht auch einfach nur das. Wie heißt eindeutig die objektive Wahrnehmung meinerseits, dass es hier kein Gelb-Rot gewesen sein kann. Parker kommt jetzt über rechts, Müller geht über links, Choupo-Moting zieht in die Offensive jetzt. Ich möchte jetzt hier mit Raute spielen. Svensson geht raus, für ihn kommt Bungert.
Metlo wird noch gelobt, er macht ein gutes Spiel. Die Offensiv wird ein bisschen motiviert. Wechsel. So. Mit Anweisung gegeben von Parker hier. Junge, wir spielen jetzt mit Raute. Ich bin jetzt im 4-4-1. Einfach nur, damit in der Mitte noch einer da ist, der die Spiele, das Spiel ein bisschen leiten kann. Das macht schon Moting, aber jetzt erstmal Kontermöglichkeit. Der Distanzschuss ist kein Problem für Wettlow. Der Ball wieder rausgehauen. Postberg ist da. Kofferverlängerung. Okazaki muss jetzt durchstecken. Wollte er auch machen. Aber es hat nicht funktioniert. Jetzt wird der Angriff von Lautern. Die Trissou mit der Flanke zurück. Zoller. Vorbei. So, mein Akku ist leer. Das heißt, mein Timer ist jetzt damit auch futsch. Aber egal, es wird schon klappen. Nach dem Spiel ist sowieso die Folge zu Ende. Weiter geht's wieder. Langer Ball auf Zoller. Der Ball rechts raus auf Fortunis. Doch aufgepasst von dem Verteidiger. Nächster lange Ball. Wieder aufgepasst von Noweski, glaube ich, war's. Müller. Chubomoting kriegt den Ball von Okazaki. Legt ihn natürlich auf Okazaki. Und er versucht an der Distanz. Latte Nummer 4 in diesem Spiel. Viermal Alu. Ich glaube, dreimal allein von Okazaki. Zoller ist durch, Müller pariert, Park klärt mehr oder weniger. Und jetzt gibt es hier Freistoß. Das ist nicht mal eine Wiederholung wert, okay. Freistoß und Wettlow ist da. Ball gleich wieder rein und das war Abseits. Und zwar nicht zu knapp. Da stand quasi jeder Lautreim abseits. Freistoß, eine Stunde gespielt. Wir können dann eigentlich nochmal wechseln. Gucken wir nochmal, wen können wir hier noch bringen. Wir bringen einen Sean Parker. Wir bringen einen Polter. Damit ziehen wir Parker zurück. Der Ede darf nochmal ran. Der Koch darf nochmal ran. Und der Herr Zimling darf noch mal ran. Oh, wollte gar nicht auf die Innenverteidigerposition. So. Tick zu weit nach hinten gezogen. Ball abgefangen. Okazaki läuft und läuft und läuft und schießt und 3-0. Wird jetzt Eigentor von Sippel gewertet. Es ist auf jeden Fall ein Torwartfehler. Aber für mich kein Eigentor. 3-0. Und jetzt gibt es die Wechselorgie. Koch, Zimling, Ede, Parker, Polter für die bereits angesprochenen Soto, Müller, Chubomoting, Okazaki. Zoller, Schuss, Innenpfosten, der sitzt, 3-1, Anschlusstreffer von Simon Zoller. Der hat genau gepasst. Ja, da hilft das Aluminium richtig viel Lautern heute. Viermal Alu für uns. Zweites Mal Alu Lautern. Und einmal davon hilft er, ihm den Ball reinzufliegen. Einmal war es Außenpfosten. 20 Minuten noch. Koch, Parker setzt nach. Sehr gut, das war wichtig. Mimoun Azouak, ein ehemaliger Mainzer, wird eingewechselt. Die Lautra-Fans werden verabschiedet. Zoller hungert und den Ball hat er jetzt mit Lo. Kein Problem. Links könntest du spielen, aber er macht lieber den Ball in die Mitte. Kofferverlängerung auf Parker, auf Polter, nicht Parker. Zimling gegen Zoller. Zoller ist durch. Zoller macht das 3-2. Weil er wieder durchmarschieren kann. Gauss kommt für Fatih. Parker. Abgefangen von Zimling, links raus auf Ede. Der wird nach Lautern ja ausgeliehen in der nächsten Winterpause. Park, Polter, schön aussteigen lassen.
Parker holt wieder den Ball auf Polter. Der ist durch. 4-2. Jawohl. Zwei Entry-Routen kommt für Fortunis. Ede gegen Dick verliert das Duell. Zoller ist wieder durch. Zimling stört aber gut. Geklärt war er nicht gut. Und Abseits von Zoller. Nochmal ein Wechsel bei Lautern. Stöger kommt für Idrissou. Noweski auf Ede. Shinryu Ede hat Platz. Wooten verfolgt die nicht mehr. Dick ist allerdings da. Falucci. Abgefangen. Zimling wieder auf Ede. Der wieder gegen Dick das Duell verliert. Und Noweski. Park verliert das Duell ebenfalls gegen Dick. Parker wieder links raus auf Ede. Falucci gewinnt das Duell. Wooten nochmal auf Zoller. Noweski bleibt eiskalt stehen. Das war's. 4-2 Sieg. Die Gelb-Rote für Mali war immer noch ein Witz. Das ist meine Meinung. Am Ende 3-0 Führung durch Okazaki, Mali und dann hier ein Eigentor. Für mich war es Okazaki-Tor, dann Doppelpack Zoller. Aber der Joker Polter hat den Vorsprung nochmal erhöht. 4-2 Erfolg am Ende. Wir gucken mal nach, wie viele Zuschauer da waren. Und Statistik. Wow. Knappe 1000 Zuschauer. Damit habe ich hier ein Verlustgeschäft gemacht. Naja. Kann man leider nicht ändern. Weiter geht's. In der nächsten Folge allerdings erst. Mit dem Spiel gegen VfB Stuttgart. Wenn die Rückrunde wieder losgeht. Und er bleibt noch 5 Tage verletzt. Wir machen noch die Vorbereitungen bis zum Spieltag. Ich sage aber schon mal, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns hier wieder ins Bundesliga-Geschehen hineinschmeißen. Er wäre vertragslos, das ist jetzt nicht so interessant. Zweite Liga ist niemand interessant. In der Premier League Torwart ist auch nicht so interessant. Schade. Ich hätte hier gerne mal ein paar interessante Spieler gesehen. Ah, hier wird es interessanter, aber das Alter gefällt mir nicht. Naja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, schönen Abend und ciao.